Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und herzlich willkommen zum nächsten Trainingsplan-Video. Ich hätte nie gedacht, dass ich eine Trainingsplan-Videoserie mache, aber die scheint äußerst beliebt bei euch zu sein. Und dadurch gibt es eine ganze Menge mehr Informationen. Wer mal irgendeins dieser Videos angeklickt hat und vorher schon dachte, ach du Schande, 25 Minuten, nee, das muss ich mir nicht antun, der verpasst vielleicht, dass es da eine ganze Menge mehr Informationen mitgibt. Denn ich rede darüber natürlich, warum ich die Übungen so anordne, was ich mir generell bei der Aufteilung denke und wie ich die Satzzahlen bestücke. Und dann kommt natürlich in einigen Nebensätzen etwas mit. Zumindest weiß man, wie verquert und bekloppt ich denke, wenn es darum geht. Tue ich natürlich nicht, denn ich habe die Wahrheit gefressen. Jetzt kommen wir zum Fünfer-Split. Jetzt kommen wir schon in ein Gefilde von Extrem-Bodybuilding rein. Werden die meisten denken, denn heutzutage ist es ganz modern, Ganzkörpertraining oder Zweiersplit, mehrmals die Woche Muskel trainieren und so weiter. Ist allerdings für mich weiterhin ein Fitnessbereich und tatsächlich, wenn man da draußen schaut unter den großen Profi-Bodybuildern, ja, da muss man erstmal hinkommen und dann heißt es meistens gut für die. Ich habe mit meiner Masse bereits schon den Bereich betreten. Andere mit dieser Masse werden sicherlich auch noch mit den anderen Trainingsplänen irgendwie zurechtkommen, die meisten machen es dann aber nicht. Plus, es macht einfach irre Spaß. Hat man einmal den Rücken einzeln trainiert und das haben wir betreten mit dem Vierer-Split, da war so die Grenze vom Dreier zum Vierer wirklich endgültig in die einmal die Woche den Muskel trainieren, Riege zu gehen, dann möchte man selten zurück. Hat man einmal den Rücken so komplett trainiert und spürt ihn von oben bis unten, von links bis nach rechts und auch noch in der Mitte, möchte man eigentlich nicht mehr nur noch zwei Übungen machen und das aufteilen. Ihr werdet nie dieses ganze komplette Muscle-Pump Gefühl haben, wenn ihr das in der Woche aufteilt. Dann habt ihr mal, ja, ein bisschen verstärkt unten, weil ihr Latissimuszug gemacht habt beim Ganzkörper. Drei Tage später spürt ihr es mal mehr in der Mitte. Es ist nicht das Gleiche. Und der Kopf spielt ja auch eine Rolle. So, genug der Vorrede. Warum sollte man einen Fünfer-Split machen? Aufbauend auf dem, was ich schon vorher erzählt habe und ich möchte nicht mal alles von den Videos erholen. Wer die Videos verpasst hat, guckt da oben nach. Da findet ihr Gründe, warum Ganzkörper, warum Zweier-Split, warum Dreier-Split und auch warum Vierer-Split. Nochmal das Entscheidende, beim Vierer-Split haben wir einen entscheidenden Schritt gemacht. Wir haben endlich Beine und Rücken einzeln geschafft, einen Trainingstag zu geben. Ganz wichtig für das zentrale Nervensystem, dann können wir ihn ganzheitlich trainieren. Das ist einer der komplexesten Muskelgruppen in eurem Körper, Rücken und die Beine, haben auch die meiste Masse und deswegen, ja, wir wollen sie einzeln trainieren und wir wollen es auch nie wieder anders machen. Jetzt haben wir einen Fünfer-Split. Was macht man da noch anders? Jetzt ist es ganz klar, wenn wir vorher Rücken und Beine einzeln hatten, Brust noch mit Bizeps, Schultern oder Trizeps zusammen, was auch immer, und zwei kleine Muskelgruppen zusammen, also Schultern mit Trizeps, Schultern mit Bizeps oder Bizeps mit Trizeps, wie auch immer ihr es gemacht habt, werden wir jetzt die dritte große Muskelgruppe, nämlich die Brust, auch rauslösen. Endlich ein kompletter Brusttag. Nur das ist der Sinn dahinter. Ihr macht jetzt nicht Brust mit etwas zusammen und anschließend den Trizeps oder den Bizeps alleine. Für diesen kleinen Muskel lohnt sich das eigentlich nie, einzeln zum Training zu gehen. Nie. Außer ihr geht dahin und macht später einen 6er-Split, 7er-Split, trainiert eh jeden Tag und habt auch mit der Regeneration dort eine bessere Aufteilung und besseres Gefühl, als einen ganzen Tag mal frei zu haben. Für mich hat sich das nie gelohnt, nie etabliert. Ich habe immer den Vierer-Split gemacht und ich wollte auch nicht zu oft trainieren, weil diese reinen trainingsfreien Tage tun mir einfach zu gut und sind für die Regeneration zu wichtig für mich. Jetzt machen wir es anders als bei den anderen Videos. Ich nehme einen vorhandenen Plan, um nicht wieder alles zu erzählen. Denn wer wissen möchte, warum ich diese Übungen nehme, warum ich die miteinander kombiniere und so weiter, der bitte schaut sich die anderen Trainingsplan-Videos an. Und dann kann er hieran wieder Anschluss finden. Ich nehme jetzt den Vierer-Split-Plan und splitte nochmal ordentlich. Ich gehe da in die Mitte und schneide ihn dann. So, wir sehen den hier. Das hier war der Vierer-Split, den wir zusammen konstruiert haben. Den ich konstruiert habe natürlich. Hallo? Lorbeeren, wem sie gehören? Tag 1, 2, 3, 4 hatten wir schon. Jetzt kommt das Entscheidende dazu. Tag, oh ja, 5. Auch hier nochmal erwähnt. Fünfer-Split heißt nicht, wir müssen es auf die Woche aufteilen. Fünfer-Split kann auch heißen, ihr trainiert den Muskel alle 5 bis 6 Tage. Wenn ihr die so hintereinander trainiert und an Tag 6 keinen freien Tag lasst, was meine Empfehlung ist, nach Rücken und nach Beine immer einen freien Tag reinzubringen, wer das aber nicht macht, kann natürlich wieder von vorne anfangen. Also trainiert ihr jeden Muskel alle 5 Tage oder einen Tag freilassen und dann wieder anfangen an Tag 7 meinetwegen. Das geht alles. Jetzt nehmen wir die Brust und wollen sie einzeln haben. Das heißt, hier streichen wir den Bizeps weg. Was haben wir dadurch? Wir lassen die Reihenfolge so. Das ist eine gute Reihenfolge. Rücken, Brust, haben wir schon mal die Antagonisten. Die stehen sich nicht im Weg. Dazwischen ist auch
bei mir immer mit Empfehlung, einen Tag frei nach Rücken. Zentrales Nervensystem. Nach Brust müssen wir keinen Tag freilassen. Danach kommt nochmal eine anstrengende Einheit. Beine. Danach würde ich schon wieder einen Tag freilassen. Und jetzt würden wir dann eben entweder Schultern oder die Arme. Denn so würde ich es aufteilen. Ich würde jetzt nicht Schultern mit irgendwas kombinieren und dann nur den Bizeps oder nur den Trizeps haben. Nehmen wir die Schultern für sich. Und da würde ich vorschlagen, machen wir hier dann den Schultertag, denn wir wollen maximal Platz lassen zwischen Brust und Schultern. Noch schlimmer ist, als wenn die Brust den Schultern was vorwegnimmt, wenn die Schultern der Brust was vorwegnehmen. Wenn wir die Brust weniger trainieren können oder schlechtere Erfolge haben, weil die Schultern schon K.O. sind. Das wollen wir erst recht nicht. Also machen wir hier die Schultern, dazwischen sind mindestens 2, vielleicht sogar 3 Tage und nehmen hier den Trizeps raus. Dadurch haben wir jetzt das, was ihr lieben werdet. Das ist eure Belohnung am Ende dieses Trainings, dieser Trainingswoche. Ein Armtag. Ich hätte es ja nie gedacht, das klingt so oberflächlich. Mein Lieblingsmuskel ist der Rückenmuskel, mein Lieblingstraining ist das Rückentraining. Aber mittlerweile freue ich mich am meisten auf die Arme. Denn das Rückentraining macht euch auch platt. Das zentrale Nervensystem ist platt und ihr kriecht aus dem Studio. An einem Armtag habt ihr einen super Pump. Man möchte sich die ganze Zeit nur im Spiegel angucken. Am Ende der Woche sowieso, weil ihr noch hier und da Muskelkater habt oder sonst irgendetwas. Und dann trainiert ihr leicht, ihr geht aufrecht aus dem Fitnessstudio raus und ihr hattet ein tolles Spiegelbild. Was will man mehr? Die Arme zu trainieren im Gegensatz zu den Beinen ist so easy. Gott, freut man sich darauf. Das wird schön. So, und dementsprechend werde ich das hier jetzt mal einfach nur umfrachten. Den Trizeps und den Bizepsanteil. So und so. Simpel, oder? An den Schultertag könnt ihr jetzt noch, wenn ihr wollt, gerne so etwas wie Reverse Butterfly einfügen. Dann habt ihr auch den hinteren Delta nochmal drin. Ich persönlich muss dazu sagen, ich habe das nie gemacht. Ja, alle Leute, auch auf YouTube, sagen euch immer, die Schulter ist nur die komplette Schulter, wenn ihr den hinteren Delta nicht missachtet. Tue ich aber gar nicht. Auch den vorderen missachte ich nicht mit den ganzen Sätzen Seitheben. Aber die vordere wird bei mir zu, nicht zu 50, nicht zu 70, nicht zu 90, zu 100% bei der Brust mittrainiert. Bei den Brustübungen. Auf jeden Fall. Da habe ich sogar mehr Muskelkater als bei allen anderen Sachen. Und genau das gleiche gilt für den hinteren Delta beim Rückentraining. Der wird zu 100% und nicht weniger mittrainiert. Also vernachlässige ihn sowieso nicht. Es geht hier nur darum, ihn vielleicht sogar hervorzuheben. Wenn ich ihn jetzt nochmal trainiere, ist das ein Luxus, den kein anderer Muskel in diesem ganzen System hat. Also haben wir hier eventuell noch Reverse Butterfly drin. Und selbst wenn das jetzt immer noch wenig klingt, es ist immer noch der gleiche kleine Muskel, dieser Delta. Und selbst wenn er bei euch schon ein bisschen größer ist, ihr braucht dafür nicht mehr Übungen. Und ihr seht, selbst für die Brust und für den Rücken haben wir nicht so viel mehr. Es bleibt also dabei. Ihr wollt jetzt nicht alles so zuhämmern, dass ihr dann auf einmal das Doppelte dafür macht. Dafür ist es nicht da und das Volumen braucht ihr auch nicht. Deswegen, an dem Schultertag diese 3 bis 4 Übungen reichen dicke. Und an dem Armtag, ja, 3 Übungen pro Muskelgruppe. Bizeps und Trizeps. Was ihr hier jetzt Tolles machen könnt, ist mal zum Ausprobieren, denn diese Muskeln sind auch schon safe. Also der Bizeps war ein bisschen beim Rücken bei, der Trizeps war ein bisschen bei Brust und vielleicht sogar bei Schultern bei. Probiert es mal aus, vielleicht ein antagonistisches Training zu machen. Heißt, ihr wechselt die Übungen immer. Ihr macht erst eine Trizepsübung, danach eine Bizepsübung. Also Trizeps, Bizeps. Dann wieder Trizeps, Bizeps und Trizeps, Bizeps. Zum einen spart euch das ein bisschen Zeit, denn zwischen den ersten beiden Übungen müsst ihr keine große Pause lassen. Gut, nur wenig. Ihr geht ja auch zu einer anderen Maschine und sowas. Das ist jetzt nicht überragend. Aber es hat ein ganz cooles Gefühl. Ich muss sagen, von Trainingstheorie her ist es für mich ein Dorn im Auge. Ich habe es aber mehrmals gemacht und fand es richtig toll. Gutes Gefühl, wenn ihr auch den Pump einmal in einem dieser Teile habt, dann kriegt ihr den relativ schnell umgesiedelt zum Antagonisten. Und auch da habt ihr direkt ein besseres Gefühl drin. Das macht schon Spaß. Versucht es mal im Wechsel oder einfach hintereinander mit Priorität der Teil, der bei euch schlechter ausgeprägt ist. Selten hat den jemand ausgeglichen. Bei mir ist immer Priorität der Trizeps, weil ich einfach sichtlich teilweise gar keinen hatte. Und deswegen Trizeps voran, Bizeps danach. Könnt ihr aber natürlich so machen, wie ihr wollt. Und dann haben wir eigentlich auch schon den 5er-Split. Rücken, Brust, Beine, Schultern, Arme. Am besten nochmal einen Tag Pause vor dem Rücken lassen.
mit einem Tag Pause abschließen und dann mit voller Energie wieder an den Rücken. Vor allem, weil ihr bei den Armen natürlich den Bizeps vorne drin hattet, deswegen dazwischen schon ein bisschen Platz lassen. Und dann haben wir es. Das ist jetzt das kürzeste Video in der Reihe geworden, weil wir auf einem anderen aufbauen. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wenn ja, sagt mir Bescheid. Falls sich doch noch Fragen ergeben haben, die nicht mit dem anderen Video auch noch beantwortet wurden, stellt sie einfach, kommentiert und sagt mir auch mal, ob ihr schon Leute seid, die in Fünfer-Split trainiert haben oder dort angekommen seid, ob ihr viele Leute kennt, die das machen, würde mich mal interessieren, oder ob ihr gar nichts davon haltet. Nun ja, ansonsten, um die nächsten Splits nicht zu verpassen, abonniert den Kanal und dann kriegt ihr auch noch eine ganze Menge andere Informationen obendrauf. Bis dahin, macht's gut, euer Gotti.